Ich habe auf Tour noch nie etwas geklaut. Doch schon. Ja. Vor allem in den Anfängen, also ne, wenn man auch mal um die Gage geprellt wurde und so in diversen Clubs, hat man halt mal ein paar Mikros mitgehen lassen. Ne? So was. Als Ausgleich, ist ja nur fair enough. Ja, oder den natürlich am Ende den Kühlschrank ausgeräumt und alles in den Bus geschleppt. Das ist ja nicht geklaut, das ist ja eh unseres. Ja, okay, so gesehen, dann schon. Gut, dann okay. Entspannt. Also jeder klaut auf Tour. Ne? Ja, ich glaube auch. Jetzt natürlich nicht mehr. Ich habe auf Tour noch nie im Tourbus gefurzt oder jemand anderen dafür beschuldigt. Das ist eine total überflüssige Frage. Wir sind eine Rockband und im Nightliner und das bleibt ja gar nicht aus. Ja, aber noch nie jemand anders beschuldigt, muss man ja nicht. Natürlich. Muss man ja nicht, ne? Kann man doch sagen. Ich habe gefurzt. Und jemand anders muss man nicht. Man muss nicht jemand anders beschuldigen. Nee, aber so getan, als war man es nicht. Ist ähnlich. Na gut. Oder? Weiß nicht. Ich bin auf Tour noch nie aus dem Hotel geworfen worden. Kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Also das glaube ich nicht, das wüssten wir. Ja, das ist nicht passiert. Nee. Nee. Also Hotel sind wir noch nie geflogen worden. Nee, wir sind ja anständig. So, ich war auf Tour noch nie in eine Schlägerei verwickelt. Ja, das müssen wir leider verneinen. Ja sagen. Ja, waren wir schon. Ist lange her, zum Glück auch sehr selten vorgekommen. In Köln damals, ne? Genau. Das war richtig evil. Das war fies. Vor allem gegen die organisierte Security-Mannschaft mussten wir kämpfen. War ein bisschen schräg. Wir hatten ein Konzert und nach dem Konzert fand noch eine Veranstaltung der Veranstaltung oder so. Und wir mussten raus aus dem Backstage und wurden da rausgetrieben und wir wollten nicht, beziehungsweise die Tür war abgeschlossen, da waren noch Sachen drin. Hick, hack, hin und her mit der Security, haben uns rausgeschmissen und am Ende sogar aus der Stadt getrieben. Ne? Der Nightliner nachts musste los und die sind im Konvoi hinter uns hergefahren, haben uns rausgeworfen. Ich glaube, es fing an, weil irgendein Fan, der aussah wie wir, nämlich Unterhemd und Hut, genau, an der Bar irgendwie einen Drink gegen die Wand geschmissen hat, die nämlich auch nicht gehen wollten. Und dann hieß es Bosshaus, ne? Gehen hier richtig ab und dann ging der ganze Kampf los. War fies, gab gebrochene Nasen, blaue Augen und so. Ja. Lange her. So, ich habe auf Tour noch nie im Nachhinein Kommentare über uns im über unser Konzert im Netz gelesen. Naja, doch, auf jeden Fall, das macht man. Früher mehr als heute. Ja. Hat man irgendwann das sind einfach zu viele Kommentare mittlerweile. Positive natürlich. Nee, Social Media ist anstrengend geworden auch, finde ich, generell. Ja. Und wird einfach viel geschrieben und man muss sich das nicht immer alles zu Herzen nehmen, aber man guckt schon nach. Man bleibt nicht aus, ne? Man ist ja auch interessiert, wie war es jetzt gerade, wenn eine Platte neu rauskommt oder eine Tour, gerade eine erste Show auf Tour, wie kommt es an da draußen, guckt man schon nach. Ja. Und von Negativkommentaren von Journalisten wird dann der Name notiert, dann wird gesucht, wo die wohnen und dann kommt. Und dann schickt man die aus Köln, die Security da vorbei und die räumen dann auf. Ich habe auf Tour noch nie meinen Tourmanager angelogen, um keinen Ärger zu bekommen. Also auf jeden Fall. Da, ja, also oder? Vor allem also, am Anfang. Ja, Tourmanager wollen immer ganz viel von uns, also ist auch deren Job, aber wir wollen auf Tour dann meistens ja Sachen, die wir vorher abgesprochen haben, nicht mehr. Ja. Gelogen. Ja. Keine Zeit, geht jetzt nicht, sorry, aber ich wusste nicht. Aber jetzt auch nicht mehr. Ne? Früher. Nee. Früher ja. Ich habe auf Tour noch nie geheult und gesagt, ich will nach Hause. Nee. Nein. Ja. Ich habe auf Tour noch nie Dinge mitgenommen, die mir Fans auf die Bühne geworfen haben. Klar, wäre doch schade um die Unterwäsche, ne? Auf jeden Fall. Vor allem am Anfang, in den ersten Jahren. Da flogen eine Menge BHs auf die Bühne. Ja. Müssten wir eigentlich bei dieser Tour jetzt auch mal wieder zu aufrufen. Ist ein bisschen dünn geworden, ne? Bitte. Ja. Wir brauchen mehr Unterwäsche. Unterwäsche auf die Bühne. Ich habe auf Tour noch nie mir ein wirklich dummes Tattoo stechen lassen. Ja, du? Ja, also ich, bei mir ist ja klar, also die Frage musst eher du beantworten. Nee, auf Tour nie. Schon mal Tour tätowiert? Ich habe mich einmal tätowieren lassen. Hier, dieses. Da erinnere ich mich noch. War in Hamburg.
2008 oder 2009 in Hamburg, aber ist jetzt nicht dumm. Das Einzige, was daran irgendwie ein bisschen strange ist, ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass wenn man diesen Totenkopf so rumhält, er aussieht wie ein Pavian. Das ist vielleicht ein bisschen, war jetzt nicht beabsichtigt. Aber, oder? Sieht ein bisschen, guck mal ja, so. Ja, ein bisschen. Naja, geht. Also halb. Aber egal. Geiles, in Wien, ne? Hat stimmt. Alec ein dummes Tattoo einem Tätowier-Artist aufs Bein gehackt. Der wollte oder? Das. Ja, genau. Der hat der macht irgendeinen YouTube-Blog und wollte sich, will sich immer von irgendwelchen Leuten, die man kennt, also der macht ein Interview, während ihn die Leute tätowieren. Ja. Und ich habe ihm einen Totenkopf mit einem Cowboyhut tätowiert. Muss er selber wissen. Ja. Ne? Also war mein erstes Mal, entsprechend gut sah das aus. Müssen wir aber, hast du es mal gesehen? Fertig? Nee, jetzt noch nicht. Muss man okay. mal fragen. Ich war auf Tour noch nie so fertig auf der Bühne, dass ich den falschen Song gespielt habe. Nee, also fertig nicht. Also man hatte bei der Vielzahl von Songs und Aufregung oder so weiter, da hat man schon mal einen Blackout gehabt. Aber man vergisst mal einen Text oder so. Ja, aber noch nie irgendwie so voll, also dass man deswegen... So komplett, nee, aber schon mal so... Genau, wegen einfach auf Tour sein und durch sein und jeden Tag und immer, was weiß ich, 20, 30 Songs im Kopf. Kommt schon mal vor, dass man irgendwie, wenn die Band anfängt, man sich denkt so, wie war der Text? Ja, Text, ja. Das Text passiert. Schon. Sonst. Ich habe auf Tour noch nie ein Tourmitglied zum Weinen gebracht. Wegen für die Frage gestellt, sich vor allem, warum? Weil wir so schön spielen. Immer? Ein Bandmitglied steht da, oder? Ein Tour, was? Tourmitglied. Ein Tourmitglied, also ja. Ein Bandmitglied. Ich habe unseren Bassisten, habe ich schon öfter mal zum Weinen gebracht. Auf jeden Fall, wenn dann doch wenigstens, weil wir so geil gespielt haben, dann ist weint die Crew auch schon mal. Ja, genau. Ich habe auf Tour noch nie ein Tourmitglied an einem Tourstopp vergessen. Also, nee, ich nicht. Ja, ich schon, ne? Vor allem, ich wurde vergessen. Das auch in Köln. Lange. In Köln ist viel passiert in unserer Vergangenheit. Ja. Deswegen spielen wir auch nicht mehr in Köln. Ja, ich spiele in Oberhausen. da haben wir tatsächlich Alec vergessen, zu später Stund. Irgendwie. Ja. Die Hälfte der Band war im Bett oder die meisten haben gepennt. Der Tourmanager wollte los. Es war 6 Uhr morgens oder so und wir waren alle in irgendwelchen Bars verstreut. Und das war noch die Zeit, da hatte das Handy, da gab es noch kein Smartphone, man hatte noch so einen ganz normalen SMS-Knochen. Und das Handy lag aber auch im Tourbus. Da liegt es super, also hat mich niemand erreicht, hat dann gedacht, der Typ ist blau oder sonst wo und hat keinen Bock. Und ist schon im Bett auch. Oder? Ja, na gut, da hat ja keiner nachgeguckt offensichtlich. Ne? Da war ja frei. Aber jedenfalls haben sie mich vergessen und ich bin dann durch die Nacht mit dem Zug am nächsten Morgen vom Bahnhof Köln nach Oldenburg. Ja. Welches Oldenburg? Ja, genau, das war ein anderes Ding. Man steht dann da und ich sage, nach Oldenburg, welches Oldenburg? So, gute Frage. Ich kam an. So, ich habe auf Tour noch nie auf der Bühne den Text vergessen. Ja, hat man schon, klar, kommt doch. Vor, ne? Also, aber immer noch besser als ein Teleprompter. Das stimmt. Hm? Finde ich auch. Ich habe auf Tour noch nie einen Soundcheck sausen lassen, weil ich einen Kater hatte. Klares doch. Ja, ich auch. Die ganze Band hat schon Soundchecks abgesagt des Öfteren, weil wir keinen Bock hatten. Ja, so einen kompletten Soundcheck, ja. So, oder ne? Ja, aber wenn dann da war... Habe ich noch so da. Tourmanager gesagt, andere Fall Tourmanager, klar machen wir Soundcheck morgen. Und am nächsten Mittag dann, auf keinen Fall. So. Ich habe auf Tour noch nie die Zahnbürste von jemand anderem benutzt. Nee, das haben wir wirklich nicht gemacht. Nicht so nett. Ich war auf Tour noch nie betrunken auf der Bühne. Was ist denn das für eine Frage? Was? Ja, also gerade am Anfang, ne, da war, also betrunken ist jetzt auch übertrieben, aber ein Sitzen hatten wir schon, ne, und gegen Ende des Konzerts war ja eh dann egal, es war ein Erfolg und dann war es ja nicht so schlimm, aber natürlich. Aber jetzt nicht mehr, also ist schon
betrunken auf der Bühne. Das passiert jetzt nicht mehr so. Nee, das können wir uns jetzt nicht mehr leisten, beziehungsweise wollen wir auch eine geile Show machen. Aber am Anfang war schon, klar, die Klassenfahrt war heftig, gerade im ersten Jahr oder so. Ich habe auf Tour noch nie gelogen, während ich dieses Spiel gespielt habe. Das kann man klar so. Ja. Also war unser erstes Mal. Wir haben natürlich alles wahrheitsgemäß. Ja. Wir lügen sowieso nie. Nee. Ja. Wir schwören. Alles andere wäre eine Lüge. Hm. Yes, yo, wir sehen uns auf Tour. Da könnt ihr alles überprüfen, was wir hier von uns gegeben haben. Dann sehen wir uns und dann sagen wir Hiha. Bis dahin. März, April, Black is Beautiful. Seid dabei.